Nachdem Sie das Bitnami YOMLA-Paket heruntergeladen haben, können Sie das auch installieren. Hier wählen Sie die Installationssprache aus, in dem Fall ist es Deutsch. Den Virenschutz lasse ich weiterlaufen und klicke auf Ja. Hier geht es damit weiter. Hier wähle ich die Beispieldateien auch ab, damit diese nicht mit installiert werden. Hier tragen Sie den Namen Ihrer Webseite ein, wie sie heißen soll, Ihre E-Mail-Adresse sowie einen Login-Namen für den Admin und dazu das nötige Passwort. Und dann klickt ihr wieder einfach auf Weiter. So, die Mail-Funktion aktiviere ich nicht und Informations-Cloud brauche ich auch nicht. Dann klickt ihr einfach auf Weiter und jetzt wird auch schon die Installation gestartet. Das Ganze wird jetzt ein wenig dauern. So, hier ist nun auch die Installation abgeschlossen. Mit auf Beenden starten Sie auch gleichzeitig YOMLA im Browserfenster. Es geht hier das Browserfenster auf. Hier unten sehen Sie auch, dass phpMyAdmin mit installiert worden ist. Das können Sie hier aktivieren. Und ganz oben starten Sie YOMLA. Ja, damit ist YOMLA installiert und bereit zum Einrichten. Hier rechts können Sie sich als User einloggen, so wie ich das jetzt hier mache. Dennoch gehe ich jetzt hier mal in die Administration rein, dazu ändere ich die Adresse oben und gebe oben Administrator ein, um mich als Administrator anzumelden. Die dazu benötigten Daten habt ihr ja vorher bei der Installation festgelegt. Die könnt ihr jetzt hier eingeben. Als Standardsprache wähle ich mal die Sprache, die voreingestellt ist. Sollte nicht Deutsch sein. So, als erstes legen wir mal einen neuen Artikel an. Dazu geht ihr oben auf Inhalt, neuen Artikel anlegen. Wählt hier einen Namen. Ich nenne das Ganze mal Testbeitrag. Den Alias-Recht braucht ihr nicht zu vergeben, der wird automatisch gesetzt. Hier könnt ihr den Text eingeben. So. Das Ganze mal kopieren und vervielfältigen, damit auch ein bisschen Text vorhanden ist. Ihr könnt noch Einstellungen vornehmen im Editor, Bild einfügen von einer Quelle. Ja, und viele andere Dinge, wie ihr seht. Großschreibung, Kleinschreibung, unterstrichen, fett geschrieben, rechtsbündig, linksbündig. Unter dem Punkt Veröffentlichung könnt ihr noch ein paar Daten setzen, wann der Artikel veröffentlicht werden sollte auf der Seite, sowie eine Metabeschreibung und dazu die entsprechenden Schlüsselwörter. Ob die Seite indexiert werden darf vom Googlebot, den Autor und die Rechte. Das könnte ich alles setzen. Aber ich lasse das Ganze mal frei, außer halt die Metadaten. Hier setze ich auf Index Follow, also Folgen der Googlebot, dem Link. Unter dem Punkt Optionen könnt ihr Optionen setzen, wie der Artikel auf der Webseite dargestellt werden soll, ob ein Titel da sein soll. Ihr seht ja hier links, wie ihr den Artikel da darstellen wollt. Das könnt ihr dort alles festlegen. Hier können noch ein paar Rechte festgelegt werden für den Artikel, aber ich speichere mal das Ganze ab. Und hier seht ihr, ist jetzt nun der angelegte Artikel. Diesen Artikel, der auch eigentlich eine Webseite sein kann, möchte ich jetzt mit einem Menü verknüpfen. Dazu gehe ich auf Menü, auf Main-Menü. Zeige ich mal, wie das Backend aussieht, also die User-Seite. Das ist das Main-Menü gewesen. Jetzt klicke ich mal hier auf Main-Menü und füge hier über den Punkt oben links neu einen neuen Menüpunkt hinzu. Klickt einmal darauf, vergibt den ganzen einen Menütitel, einen Namen. Hier wähle ich nun den Artikel aus, den Beitrag, einen einzelnen Beitrag. Dauert ein wenig und hier wähle ich den Beitrag aus. Da ist er, den ich zuvor angelegt habe. Hier kann ich noch ein paar Einstellungen vornehmen, wie der Artikel dargestellt werden soll, in welchem Template.
jeder die Option, wie der dargestellt werden soll. Der Linktyp. Wenn ihr auf den Text links geht, seht ihr mal eine kleine Beschreibung, was ihr dort einstellen könnt. Ja, hier sind die ganzen Optionen. Hier auch wieder die Metabeschreibungen, die gesetzt werden können. Nachdem alles eingestellt ist, geht ihr einfach auf Speichern und Schließen. Dann ist der neue Menüpunkt da. Dazu gehen wir mal ins Frontend für den User und aktualisieren die Seite. Und siehe da, da ist der Link im Main-Block. Und wenn ich draufklicke, wird der Artikel dann auch angezeigt. Hier könnt ihr ihn noch bearbeiten. Gut, gehen wir zurück ins Backend für den Administrator. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr einen neuen Benutzer anlegen könnt oder einen bearbeiten könnt. Dazu wird ihr auch Benutzer, neuer Benutzer. Und könnt hier jetzt einen neuen Benutzer anlegen mit Namen, Benutzernamen, Passwort, E-Mail und so weiter. Könnt ihr auch die Rechte setzen, sowie auch noch weitere Einstellungen zu dem Benutzer. Dann könnt ihr das Ganze normalerweise abspeichern, wenn ihr einen angelegt habt. Könnt ihr aber auch einen Benutzer editieren, wenn ihr dann auf den Benutzernamen klickt. Im Kontrollzentrum könnt ihr eigentlich alle Einstellungen vornehmen für Joomla. Für jede einzelne Geschichte hier. Sollte es einmal ein Joomla-Update geben, wird das hier angezeigt, ganz oben und hier unten links auch nochmal. Dann klickt ihr normalerweise drauf und dann könnt ihr entscheiden, wie ihr Joomla updaten möchtet. Hier seht ihr die installierten Sprachen und welche als Standard aktiviert ist. In dem Fall ist es ja Deutsch. Sowohl für den Administrator als für den User auch. Also im Frontend und im Backend. Gut, schauen wir uns jetzt mal die Medienverwaltung an. Dazu geht ihr einfach oben ins Menü auf Inhalt. Klickt dort ganz unten den Punkt Medien aus. Und hier könnt ihr Medien hinzufügen, also das heißt Dateien uploaden auf den Server, die Bilder, Ordner anlegen, verwalten, löschen, bearbeiten und so weiter. Ich werde hier mal einen neuen Ordner anlegen. Und in diesen angelegten Ordner werde ich auch mal Dateien hinzufügen. Dazu klicke ich auf Durchsuchen und gehe auf meine Festplatte und wähle ein paar Bilder aus. So. Jetzt zeigt er mir an, wie viele Hinzüge fortführen sind. Und jetzt sage ich Hochladen. Und jetzt werden die Bilder hochgeladen auf den Server. Normalerweise wird es auch sofort aktualisiert, wie hier in dem Fall. So, jetzt zeige ich euch noch, wie man Erweiterungen installiert. Geht dazu einfach auf oben rechts auf den Menüpunkt Erweiterung installieren und dann Datei hochladen. Ich habe dazu mal zwei Erweiterungen heruntergeladen. Einmal die Voca Galerie und einmal die Voca Download Manager. Und installiere das Ganze jetzt hier. Es dauert ein wenig. Nachdem das fertig ist, kommt ihr auch direkt sofort in die Voca-Galerie rein. Ja, das ist ein Galerieskript, womit ihr Bilder hochladen könnt und in Kategorien verwalten könnt. Und natürlich auf der Webseite in Seiten und Artikel einfügen könnt. Ihr könnt natürlich noch viele Einstellungen zuvor nehmen. Das schaut euch am besten selbst einmal an. Übrigens bei den Punktkomponenten kommt ihr dann zu den einzelnen Erweiterungen, die ihr installiert habt. Ja, ich werde dazu jetzt nochmal die Voca Download Geschichte installieren. So, das ist nun auch fertig. Wie ihr seht, ist natürlich alles in Englisch. Dazu habe ich mir jetzt auch noch die deutschen Sprachpakete besorgt und die werde ich auch installieren. So, einmal das für die Galerie und einmal für die Downloads. Gut. Damit ist das auch fertig. Und jetzt ist die Voca-Galerie und der Download-Manager von Voca auch komplett in Deutsch zu bedienen. Könnt ihr über Komponenten, könnt ihr das hier einsehen. Mit Voca Download-Manager könnt ihr Dateien hochladen und diese natürlich verwalten in Kategorien und könnt somit ein Download-Archiv aufbauen auf eurer Webseite.
Ja, das sollte dann eigentlich auch klar sein. Am besten schaut ihr euch das Skript einmal an. Es ist doch sehr umfangreich. Man kann vieles einstellen. Und ja, ich werde hier mal als erstes einfach mal eine Kategorie anlegen. Ihr könnt natürlich sagen, dass das Ding eine Hauptkategorie ist und hinter eine Unterkategorie wird oder umgekehrt. Das könnte ich alles festlegen. Wenn ihr alles festgelegt habt, geht ihr einfach auf Speichern und Schließen. Und somit ist dann schon auch die Kategorie angelegt. Aber über den Punkt Dateien könnt ihr neue Downloads anlegen. Das mache ich einfach mal hier. Klicke ich auf Neu und lege dann alle Parameter fest, wie der Titel heißen soll, der Alias, in welcher Kategorie das Ganze stecken soll. Ihr könnt die Datei auswählen, die hochgeladen werden soll, die bereits auf dem Server liegt. Ihr solltet natürlich hier eine kleine Datei auswählen, die zu groß ist. Denn sollte diese zu groß sein, wird das natürlich als Fehler angezeigt hier. Es liegt daran, dass in der PHP-INI halt die Upload-Größe zu klein gewesen war bei mir. Wie ihr seht, könnt ihr hier auch noch ein Icon hochladen, wenn ihr möchtet. Genauso wie Vorschaubilder. Ihr könnt die Version festlegen, den Autor, die Autor-Webseite, die Autor-E-Mail-Adresse, Lizenz-Link. Ihr könnt auch festlegen, dass die Lizenz, die ihr angelegt habt, auch bestätigt werden muss, bevor der Download gestartet wird. Und diverse andere Einstellungen könnt ihr hier vornehmen. Schaut euch das Ganze einfach mal in Ruhe an. Ihr könnt natürlich auch einen externen Link benutzen, wenn der Download nicht bei euch liegt auf dem Server. Ihr könnt den Benutzernamen auswählen, der die Datei hochgeladen hat. Genauso wie den Inhaber. Und hier könnt ihr die Beschreibung eingeben zu dem angelegten Download. Ich werde das Ganze mal wieder befüllen mit viel mehr Text, damit auch ein bisschen was drin steht. So, markieren, kopieren und ganz oft einfügen. Gut, hier könnt ihr noch die Metadaten festlegen. Changelog, wenn ihr einen habt. Und so weiter. Ist das Ganze fertig, klickt ihr einfach auf Speichern und Schließen und dann ist der neue Download auch schon angelegt. Hier ist er, der neue Download. Diesen könnt ihr natürlich auch nachbearbeiten, wenn ihr einfach auf den Download klickt. Könnt ihr auch eine andere Option festlegen. Könnt ihr einen YouTube-Link hinzufügen. Ja, ich schließe das Ganze mal. So, schauen wir uns auch jetzt einmal die Voca-Galerie ein wenig näher an. Geht dazu in Komponenten auf Voca-Galerie, Kontrollzentrum. Das ist dann die Startseite von der Galerie. Hier klicken wir auch erstmal auf Kategorien und legen erstmal als erstes eine neue Kategorie an. Dazu geht ihr auf Neu, wenn ihr in der Punktkategorie seid. Füllt alle Felder aus. Das ist eigentlich fast dasselbe wie gerade bei den Downloads auch. So. Gut. Speichern und schließen. Dann ist die Kategorie angelegt. Und jetzt sage ich natürlich auch hier mal Bilder. So, das neue Bild ist hinzugefügt worden. Hier könnt ihr noch Einstellungen vornehmen oder Funktionen. Einfach mit der Maus drauf gehen, dann seht ihr sofort, was Sache ist. Ja, das war es dann auch schon, wie man Bilder einfügt in der Galerie. So, als nächstes möchte ich, dass der angelegte Download auch in dem Menü zu finden ist, in dem Main-Menü. Dazu gehe ich auf Menüs, Main-Menü, anklicken und sage hier ein neues Menü hinzufügen, beziehungsweise einen neuen Menüpunkt hinzufügen. Ich gebe den ganzen hier einen Titel, dazu nicht die Downloads. Jetzt wähle ich das jetzt aus. So, hier müsste Voca Download sein. Jetzt kann ich auswählen, wie ich das auswählen möchte oder wie es angezeigt werden soll. Dauert wieder ein wenig. Ist einfach nur ein Link. Könnt ihr auch die Einstellung wieder setzen zu dem Menüpunkt, nachdem ihr alles
eingestellt habe. Speichern und schließen. Und für die Walker-Galerie setze ich jetzt auch noch einen Punkt. Einen neuen Menüpunkt. So klicke ich natürlich wieder auf Neu. Wähle hier Galerie aus. Oder setze da als Galerie den Namen, den Menünamen. Und wähle hier die Galerie aus. Die Walker-Galerie. Und was ich setzen will als Menüpunkt. Jetzt dauert es wieder ein wenig. Ihr könnt ja noch die Einstellungen setzen, wie es angezeigt werden soll. Genauso wie bei den Downloads. So. Speichern und schließen. Gut. Jetzt gehen wir mal ins Frontend. Aktualisieren die Seite. Und dann sollten wir auch schon hier die beiden Menüpunkte finden. Klickt man sie an, so bekommt man die Downloads hier angezeigt. Kann man in die Kategorie reingehen und den Download direkt auswählen. Details anzeigen lassen. Das ganze Layout der Downloads hier kann natürlich selber angepasst werden unter Walker Downloads. Dafür gibt es natürlich den Punkt Layouts. Naja, und den Download könnt ihr natürlich auch direkt starten hier, wenn ihr auf Download geht. Kommt der Speicherdialog. Gut. Das sollte erklärt sein mit den Downloads. Dann haben wir hier noch die Galerie. Ja, da ist das angelegte Bild oder hochgeladene Bild. Ja, das Layout könnt ihr natürlich genauso einstellen wie bei den Walker Downloads in der Galerie. Unter Layouts bei Walker Galerie im Kontrollzentrum von Walker Galerie im Backend. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal.